по-настоящему. Но пытаться она будет до последнего. Schwer bestraft. Natascha Rakosina. Da geht sie fest, da geht sie runter. Daniel van der Wiele bricht den Kampf ab. Kurze, schmerzlose Sache von Gadi Peña. Macht kein Grabmesser, das wissen wir alle. Und ja, sie kann die Gürtel kaum noch tragen. Wenn es noch mehrere dazukommen, gibt es noch den Gürtel der WBC. Leider Ali getragen, der würde sie auch noch gerne haben. Da wird es langsam aber sicher schwierig. Noch ein paar Bilder für die Galerie. Sie ist natürlich ein Star. Ein Superstar ist sie schon in Russland. Der russische Botschafter ist auch da. Hat ihr alles Gute gewünscht. Und ja, die Fotografen stürzen sich auf sie. Und ja, ich gehe mal weiter zu meiner Kollegin Kerstin Lennertz. Ja, ich stehe jetzt hier im Ring ganz nah am Geschehen dran. Sich nicht in der ersten Runde zurückhalten muss, um es nicht gleich in der ersten Runde zu beenden. Sie ist eine Klasse für sich und deswegen hat das hier Schaulaufen, um sich den Gürtel abzuholen. Die hätte auch Schattenboxen machen können, da war kaum Gegenwehr da. Trotzdem gehört, man höre und staune, Monika Makasanga zu den Besten in der Welt. Wenn Sie also eine Frau sind und um die 76 Kilo wiegen und auch mal Spaß haben, vielleicht in den Boxring zu steigen, da wäre einiges machbar. Aber klasse gemacht, Natascha Ragusina hat ein tolles Auge. Sie sieht, was sie da zu tun hat. Sie verteilt gut, sie hat ein großes Schlagrepertoire. Sie hat natürlich auch diese
große Schlagkraft, wo ja sogar die Männer, mit denen sie trainiert, sagen, mein lieber Mann, also wenn die die Rechte richtig loslässt, dann könnte sie auch einen Mann damit zu Boden schicken. Einen Mann aus ihrer Gewichtsklasse wohlgemerkt. Also, sie ist die neue Weltmeisterin und nun kann man hoffen, dass da hoffentlich bald Leila Ali oder Jackie Fraser Light ihr gegenüberstehen. Belgien zählte Monika Wakasanga nach einer Minute 52 der zweiten Runde aus und damit Siegerin durch K.O. und neue WBF-Weltmeisterin im Supermittelgewicht vom SAS Boxstall in Magdeburg, Natascha Ragusina. Es gibt ein Feuerwerk für die neue Weltmeisterin Natascha Ragusina. Sie hält den WIBF-WM-Gürtel, den kriegt sie jetzt umgelegt. Und nun kann man hoffen, dass die Kunde von dieser jungen Frau bis nach Amerika durchdringt und dass man da mal ein bisschen näher kommt. Reden aber wieder die Rechte jetzt, die auf den Kopf kommt. Wir haben auch mal schlagen, schön wieder durchgekommen. Das war's von mir. Ich sag so mal Tschüss und gebe es ab. По корпусу добавила неожиданно. Все, рефери остановил поединок. И правильно сделал, а его жестом уже не сопротивлялось.